Miriam, was ist ein Channeling? Diese Frage erreicht mich fast tagtäglich. Ich erkläre es dir heute so. So wie ein Fernseher, ein Handy, ein Radio Frequenzen hat und verschiedene Videos darüber abruft, Musik, Texte, habe ich eine Technik gelernt, mit der ich ebenso Frequenzen abrufen kann und verschiedene Bilder, Farben, Symbole, Metaphern und Botschaften empfange. Genau angepasst auf deine Anliegen, auf deine Fragen und auf deine Lebensthemen, mit denen du zu mir kommst. So wie ein Fernsehmedium, es ein Radiomedium gibt, es ein Computermedium gibt, bin ich ein menschliches Medium und die Stimme der geistigen Welt. Die Menschen kommen zu mir, wenn sie einen Neuanfang suchen, in der Beziehung feststecken, nicht mehr weiter wissen, beruflich etwas verändern möchten, mit den Kindern Auseinandersetzungen haben, mit Erbgeschichten konfrontiert sind oder Unfrieden mit Geschwistern und Familien haben, bei Entscheidungshilfen, bei Ängsten und bei allen Sinnfragen des Lebens. Bei Zweifeln, die sie lähmen, und bei Paniken oder wirklich großen Ängsten, die sie aufhalten. Wo ihnen der Mut fehlt, das umzusetzen, was sie im Grunde genommen schon ein ganzes Leben lang endlich tun wollen. Überall, wo sie feststecken oder auch, wenn sie glücklich sind und dabei einfach auch ihr Glück halten möchten. Ein Channeling schließt nichts anderes aus. Es ist mit allem verbindbar und zu allem eine Ergänzung. Wenn auch du hören willst, was die geistige Welt dir zu sagen hat und wie sie dir helfen kann, kann ich dir nur empfehlen, dir einen Channeling-Termin zu buchen, um selbst zu erfahren, wie sich das Channeling anfühlt. Jetzt habe ich dir erzählt, was es ist oder wie du dir vorstellen kannst, wie das funktioniert. Jetzt geht es um deine Erfahrung. Ich freue mich auf dich.